Heute haben wir endlich mal wieder eine Systemvorstellung und zwar diesmal von diesem wundervollen Stück. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen. Möchtest du dich einmal vorstellen? Ich bin Steffen und ich bin, sagen wir, der größte Fan des Systems, könnte man so sagen. Unter Aber nicht nur der anderem größte habe ich. Fan, ne? Du hast mir gesagt, in meiner Fassung stehst du jetzt als Dank drin, aber in der neueren Fassung, ich habe anscheinend die ältere Fassung bekommen. Da stehe ich sogar als Lektorat drin. Heißt, ich Genau. habe Rechtschreibprüfung gemacht. Ja, trotzdem, das ist ja auch wichtig, ne? Also ich meine, ich finde es immer sehr störend, so beim Lesen von Regelwerken, wenn da alle möglichen Fehler drin sind. Und ich bleibe da wirklich dran hängen und das schmeißt mich dann auch wirklich so aus dieser Leseimmersion immer. Ja, natürlich. Logischerweise. Woher kommt der Name Dieseldrachen? Ich finde, der beschreibt dieses Spiel perfekt. Es gibt, finde ich, keinen besseren Namen dafür. Es geht um Diesel, also um Motoren, um Flugzeuge, vielleicht Diesel, um Motoren und sowas. Und es geht um Magie, also Drachen. Diesel Okay. und Drachen. Aber da ist nicht sozusagen dieser mythische Gott Dieseldrache oder sowas irgendwo oder sowas, der die ganze Welt Ja. erschaffen hat. Naja, es gibt auch die Dieseldrachen in dem Spiel. Das ist Natürlich. eine Luftgruppe, wenn man so möchte. Was ist denn Dieseldrachen überhaupt? Erzähl mal so vielleicht kurz, worum es überhaupt geht, damit die Leute wissen, ob sich dieses Video für sie lohnt. In ganz kurz, stellt euch vor, Indiana Jones als Ork. So, das ist so die grundlegende Vorstellung. Dann hat man eigentlich einen guten Eindruck, worum es eigentlich geht. Es ist Pulp, es ist Abenteuer. Es ist eine Welt so um die 20er, 30er Jahre und alles, was man damit verbindet. Die 1920er, 30er Jahre meinst du dann wahrscheinlich, ne? 20er, 30er Jahre und eben eine Fantasy mit Elfen, Zwergen, Orks, Trollen und so weiter. Ist die Welt denn sonst vergleichbar mit unserer Welt oder ist es eine eigene Welt? Es ist eine eigene Welt. Man stelle sich eine generische Fantasy-Welt vor, die eben sich irgendwann mal weiterentwickelt hat und jetzt auf einem Stand der 20er Jahre ist. Mit allem, was dazugehört. Wir haben keine Nationen der Elfen, der Trolle, der Orks mehr. Es gibt nur welche, wo diese dann vielleicht etwas häufiger noch vorkommen. Aber es ist inzwischen alles gemischt. Alles klar, also so eine Art Globalisierung hat diese Fantasy-Welt bereits erfahren. Genau. Okay, und wie sieht die Welt dann so aus? Also stellen wir uns den dann vor, wie unsere 20er, 30er Jahre nur in einem Fantasy-Setting, also hochtechnisch, aber auch hochmagisch, oder? Genauso in der Art. Wir haben Flugzeuge, wir haben Zeppeline und da sich das alles so ein bisschen mit Magie mischt, gibt es da auch ganz krude Bauten, ganz seltsame Zeppeline, riesige Schiffe, also wirklich Holzschiffe, die durch die Luft fliegen, weil sie magisch irgendwie in der Luft gehalten werden. Und daneben eben auch kleine Jagdflieger, die irgendwelche Luftpiraten da absetzen. Also Das ist so der Hintergrund. die gleiche Physik sozusagen, die wir haben, nur wo die Physik Grenzen hätte, geht die Magie sozusagen rein. Genau, es geht Okay. quasi alles. Das klingt ja gerade schon so ein bisschen raus, aber ist das Low, Mid oder High Fantasy? Es kann irgendwo alles sein. Also je nachdem, was man gerne spielen möchte, kann man die Magie auch relativ weit rauslassen. Grundsätzlich kann es theoretisch jeder Charakter. Nur wie gut ist die Frage. Man Okay. kann sie ganz rauslassen, man kann voll magisch damit reinspielen und die uralten Dämonen erkunden und besiegen. Oder eben einen ganz einfachen Abend in der Kneipe verleben als Bühnenmagier, der gar keine echten magischen Tricks kann oder so tut. Okay, alles klar. Ich frage bei solchen Systemen immer gerne nach, wo sich das so ansiedelt, ob man eher Richtung DSA denken muss oder D&D, wo alles mit Magie voll geklatscht wird wie sonst was. Also das hat die komplette Bandbreite sozusagen. Ja, wobei es vielleicht eher dann ein bisschen weiter weg von D&D geht. Also das ist ein nicht so die Norm, dass jeder hier Spacelinger ist. Magie ist teuer. Die Karte ist ja relativ groß, ne? Du hattest sie gerade auch schon mal einmal in der Hand. Aber es gibt ja einmal so die Version und dann gibt es noch diese Rückversion, ne? Wie müssen wir uns das denn jetzt bei dieser Welt vorstellen? Also es gibt aber trotzdem ein Staatensystem oder so etwas, richtig? Genau, wir haben die verschiedenen Nationen, die da zu sehen sind, diese schönen bunten Flettchen. Und wenn man sich die Namen ansieht, und das ist das Schöne an der Welt, wenn man sich die Namen ansieht, weiß man, was das für ein Land ist. Ja, wenn ich darauf gucke, da sind die Freien Staaten von Novia. Eine gestreifte Flagge mit Blau. Ja, wir wissen, worauf es hinaufgeht. Wenn wir dann ein bisschen weiter nördlich schauen, dann ist da die Sowjetunion.
Okay, weiß ich auch, was ich mir vorzustellen Ja. habe. Und vielleicht ganz im Westen haben wir da ein eisernes Reich. Ja, da kann man sich auch was drunter vorstellen. Okay. Also das Spiel oder die Welt spielt mit Vorurteilen, mit Klischees und lädt natürlich dann auch dazu ein, die zu brechen. Das ist das besonders Wichtige daran. Also man weiß genau, okay, das und da habe ich da, das und das habe ich da zu erwarten. Aber eben alles andere kann man sich ausdenken, kann Ja. ich mir als Spieler und als Spielleitung ausdenken. Das macht es natürlich auch gerade für neue Spieler super einfach, ne, weil sie schon so eine Idee haben, wie man eine Region bespielen könnte, ne, oder wie man sie mitnutzen könnte. Ja, finde Hat eine ich cool. Idee und alles andere ist nicht festgelegt. Okay. Alles klar. Meine erste Idee war jetzt gerade, wenn man über sowas wie Russland ähnlich nachdenkt oder sowas, so auf so Bären reiten und die haben dann hinten Kanonen aufgespannt oder sowas. Ja, würde ich jetzt ins Zwergische Zarenreich setzen. Okay. Aber machbar, finde ich schon mal cool. Wie funktioniert denn das Magiesystem? Dazu müssten wir vielleicht erstmal das gesamte Spielsystem ausloten, weil Magie ist tatsächlich ein ganz normaler Würfelwurf, ob du es Okay. schaffst oder nicht. So. Dann leg erst mal los, genau. Wenn du sagst, da gibt es Basics, die wir brauchen, dann macht das ja Sinn, damit anzufangen, klar. Ja, grundsätzliches System. Wir haben Würfel von W4 bis B12, alle fünf einmal durch. Und wir haben immer drei Stück. Wir haben einmal einen Würfel für eine Fertigkeit. Je höher, desto richtig. Wir haben einmal einen Würfel für ein zugehöriges Attribut. Sagen wir mal, wir möchten jetzt zaubern. Dann wäre die Fertigkeit vielleicht sowas wie Elementarmagie. Dann wäre das Attribut eben Magie als solches. Da habe ich zwei Würfel. Und der dritte Würfel gibt sich darüber, wie gut ich vorbereitet bin. Das kann einerseits sein, was habe ich für Hilfsmittel? Ich brauche immer einen magischen Gegenstand, um Magie zu wirken. Zum Beispiel einen magischen Rubin. Der hat so und so viel Magie in sich, so viele Ladungen sozusagen. Und wenn ich einen hochstufigen Zauber wirken möchte, dann muss ich da halt so viele Ladungen ausgeben. Und wenn der zu dem Zauber passt, ein Rubin ist rot, das könnte was mit Feuer zu tun haben. Also ein Feuerball mit einem Rubin wäre ziemlich gut, kriege ich wahrscheinlich dann als dritten einen W12. Okay. Will ich damit einen Eiszauber wirken, ist es vielleicht nicht so gut. Rubin ist immer noch Feuer, also vielleicht ein bisschen besser als irgendwas gar nicht passendes. Dann kriege ich vielleicht noch einen W8, weil es geht, aber eben nicht so gut. Okay. Und ist das dann abhängig davon, wie gut ich in etwas bin, welchen Würfel ich auswählen darf, oder wie regelt das System das? Genau, bin in einer Fähigkeit auf eine gewisse Art geübt. Ich bin immer mindestens ein W4. Das heißt, jeder Charakter kann auch Magie. Ich habe ein W4 in Magie, ich habe ein W4 in der entsprechenden Fertigkeit. Habe ich zwei W4 und jetzt nehme ich mein Rubin dazu für meinen Feuerball, dann habe ich einen W12 und zwei W4 und muss damit über eine gewisse Stufe kommen. Okay, und die ist dann abhängig davon, wie schwierig das ist, was ich machen möchte, Genau. wahrscheinlich. Je mehr Schaden der Feuerball machen soll, desto höher muss ich würfeln. Okay, na ja gut, aber das klingt ja relativ simpel eigentlich, aber auch schön haptisch eigentlich. Ich finde das immer gut, wenn es mehrere Würfel in der Hand gibt und nicht nur einen einzelnen, der alles entscheidet. Das ist genau das. Von der Komplexität her, wie würdest du es einschätzen? Ist es ein System, das auch für Einsteiger geeignet ist oder eher, man sollte schon ein bisschen was kennengelernt haben, bevor man da reingeht? Also, sagen wir so, wer jetzt diese Erklärung hier verstanden hat, der hat quasi das ganze System begriffen. Viel mehr kommt da nicht. Okay. Also zwei, drei, vier Sonderregelchen, die sind wichtig sind. Und das war's dann. Also alles, was du irgendwie würfeln musst, alles, was irgendwie System ist, sind diese drei Würfel. Wovon der dritte abhängt, ist mal ein bisschen unterschiedlich. Wenn ich irgendwen erschießen will, dann habe ich eine Präzision für die Waffe. Wenn ich angreifen möchte, dann kann ich beschreiben, wie ich das mache und vielleicht noch die Umgebung nutzen und Teamwork einbinden. Und dadurch erhöht sich der Würfel. Und wenn ich eine Tür, ein Schloss knacken will, dann habe ich hoffentlich Werkzeug dabei. Ansonsten habe ich Ja. ein W4. Eine Besonderheit, die habe ich schon angesprochen, aber das, was ich bei wenigen Systemen bisher gesehen habe, ist, dass es wirklich Rollenspiel an sich belohnt. Es möchte wirklich, dass man es ausspielt. Ja, an sehr vielen Stellen dieser Moduswürfel, der dritte Würfel, hängt halt auch davon ab, wie ich Rollenspiele.
Ich muss halt beschreiben, wie ich den Gegner aufs Maul haue und vielleicht noch meinen Plan mit einbinden und vielleicht noch Flickflack über die Motorhaube machen. Ach so, das beschreibt man Dadurch, vorher und dann wird definiert, was der dritte Würfel ist. davon hängt er ab. Ah, das ist ein Und das gutes. ist so ein Feature, das ich bisher noch bei keinem System wirklich gesehen habe. Man kriegt vielleicht mal einen Bonus von plus eins oder sowas für eine coole Beschreibung, aber das war's dann auch. Okay. Und ich kann halt über sowas, ich kann keine Schlösser knacken, aber ich habe eine geile Idee, wie ich das anstelle. Dann kriege ich halt meine 2W4 und aber meinen Wolf als Moduswürfel und habe vielleicht doch eine Chance, es zu schaffen. Einfach weil ich eine coole Geschichte erzählt habe, wie es funktionieren könnte. Ja, das ist super. Dass Kreativität belohnt wird, das ist natürlich auch schön für Einsteiger, die sich noch nicht so viel darunter vorstellen können, denen möglicherweise der Dialog noch schwerfällt, aber die beschreiben zumindest schon mal hinkriegen. Ne? Das ist eine Genau. coole Sache. Und dazu ist das System halt auch wirklich einfach und stringent durchgezogen. Überall diese drei Würfel fertig. Ja. Mehr braucht es nicht. Ist es eigentlich generell, also es klingt zumindest für mich so ein bisschen so raus, ein eher nicht tödliches System, weil es eigentlich eher darum geht, eine coole Geschichte zu erzählen, oder wie sieht das aus? Kann man so oder so spielen. Also es gibt schon sehr viele Mechanismen, die verhindern, dass ein Charakter so beim ersten Schuss stirbt. Aber es kann auch sehr tödlich sein. Wobei es da ein bisschen Mechanismus beim Tod eines Charakters gibt. Man kann sich nämlich eins von drei Dingen aussuchen. Wenn ich auf null Trefferpunkte bin und jetzt eigentlich sterben würde, dann suche ich mir entweder aus, okay, ich verschwinde aus der Szene und tauche dann mysteriöserweise irgendwie wieder auf später, bin aber erstmal weg. Oder ich gehe mit einem Knall und erreiche damit irgendwas besonders Erfolgreiches. Also ich rette die Situation, aber ich gehe dabei drauf, dann ist der Charakter weg. Oder ich kann weiterkämpfen, aber ich bin noch in der Situation, ich kann noch irgendwas reißen, ich bin ein bisschen eingeschränkt. Und am Ende, wenn ich es nicht schaffe, bin ich tot. Okay. Also ich kann noch die Situation beeinflussen, etwas eingeschränkt. Und wenn ich dann nicht rechtzeitig geheilt werde, ist Ende. Jetzt hattest du gerade schon verschiedene Völker angesprochen. Was spielt man denn eigentlich? Also es gibt offensichtlich verschiedene Völker. Gibt es auch ein Klassensystem oder wie ist das mit den Spielercharakteren? Klassen in dem Sinne gibt es nicht. Jeder Charakter hat irgendeine Profession, irgendwas, was er so tut. Das kann von Mafia-Boss bis hin zu Fischverkäufer auf dem Markt alles sein. Irgendwas, was der oder diejenige halt tut für den Okay. Lebensunterhalt. Letztlich sind es aber alles irgendwo Abenteurer, die irgendwie in ein Abenteuer gehen. Okay. Spielt man denn tendenziell Helden oder was ist es? Von A bis Z. Wie gesagt, ich kann der Mafia-Boss sein, dann bin ich wahrscheinlich eher so eine Art Schurke. Dann abklären, wie man es, ob man das gerne haben möchte. Ich kann aber auch der Hans Otto von nebenan sein, wenn ich das möchte. Das kommt so ein bisschen darauf an, was die Kampagne so verlangt oder ja, Aber was es gibt jetzt die. nicht so wie beim Herrn der Ringe den Schatten, also so einen klassischen Antagonisten oder sowas, gegen den man immer wieder antreten muss, oder bei Troubleshooters den Oktopus oder sowas. Ist Nee. die Welt da ganz offen oder gibt es das Böse in irgendeiner Form? Ja, es gibt so gewisse Staaten, in die man vielleicht nicht unbedingt reisen möchte. Das Eiserne Reich habe ich schon mal angesprochen. Ja. Das sind quasi die Nazis, die man natürlich in einem Setting mit Indiana Jones ähnlichen Personen erwartet man Nazis, die man klatschen kann. Das ist, das erwartet man einfach, die sind da. Also die gibt es. Es gibt verschiedene Organisationen, die im Weltenband dann vorgestellt wurden. Da kann man sich auch aussuchen, was die denn so, ob die jetzt als, ja genau, ob die jetzt als Bösewicht herhalten können oder vielleicht doch eher unterstützend. Also es ist sehr frei, was das angeht. Okay, ja gut, aber Einzige, das Einzige, was es in der Welt gibt, was so als klares Böses dargestellt wird, sind die Drauge. Das sind so die uralten, urmächtigen Bösen, die die Welt zerstören wollen. Und ihre Gegenspieler, die Nymphen, die das Gute repräsentieren. Davon gibt es nicht mehr viele. Die leben versteckt. Und hinter jedem
großen Plot könnte und könnte auch nicht so einer stecken. Und es gibt natürlich Drachen. Also wenn das System, es klingt für mich zumindest so raus, sehr frei sein möchte, gibt es denn so ein klassisches Spielfeeling? Also Cthulhu, das eher investigativ ist, D&D, das Abenteuer erleben ist. Du sagtest schon Indiana Jones mäßig. Was kriegen wir denn eigentlich so erwartungsgemäß? Du hast Troubleshoot das angesprochen. Ja. Das geht so in die Richtung. Ah, okay. Also, so, das kann man sehr investigativ spielen, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern oder zwei und eigentlich unglaubliche Aktionen dabei machen. Ja, beispielsweise, der Autopilot in einem Flugzeug ist, wenn ich eine Brechstange nehme sie und den Lenker klemme und einen Stein aufs Pedal lege, dann fliegt es geradeaus weiter. So. Okay. Das ist so der Ton, in dem das Spiel läuft. Verstehe. Ja gut, das passt ja gut in die Indiana Jones Filme. Das passt vielleicht auch in so einen Stil von Bud Spencer und Terence Hill oder keine Ahnung was, wie man das haben möchte. Okay. Besser spielt wie machen. Ja, spielt es auf jeden Fall. Vielen Dank, Steffen, dass du dir die Zeit genommen hast. Bitte gerne. Alles klar. Also, wenn ihr Spaß daran bekommen habt, ihr findet die Sachen verlinkt unter dem Video, dieses schöne Buch. Also es ist auch wirklich ein schönes Buch. Ne? Das muss man auch mal sagen. Ich finde, es sieht sehr wertig aus. Man kriegt auf jeden Fall was für sein Geld. Die anderen Sachen sehen auch toll aus. Sprecht mal mit Marc, wenn ihr ihn auf einer Con seht. Super netter Kerl. Jedes Mal sehr sympathische Gespräche gewesen und schaut euch natürlich seine Let's Plays an, um einen Eindruck davon zu bekommen. Und spätestens dann wird das System euch überzeugt haben, richtig? Bestimmt. Alles klar, dann habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann.